Ein Wechsel der Spritze erfolgt in Intervallen wie nötig. Dazu ist zuerst einmal die Spritzenpumpe zu stoppen. Die leere Perfusorspritze wird aus der Spritzenpumpe entnommen, die Wirkstoffleitung diskonnektiert und mit der roten Lyalok-Kappe verschlossen. Die leere Spritze kann nun zum Krankenhausmüll gegeben werden. Besser, sicherer und umweltfreundlicher ist es jedoch, verbliebenes flüssiges Gas in einen Kontrafluoran-Adsorber zu spritzen. Die vorbereitete, befüllte Anaconda-Spritze wird an die Wirkstoffleitung angeschlossen, in den Perfusor eingeklinkt und der Perfusor mit der vorgesehenen Laufrate gestartet. Im Anschluss ist nur mehr die expiratorisch gemessene Narkosegaskonzentration am Gasmonitor zu überwachen und die Laufrate entsprechend anzupassen.